Welcome to Mr. Hilo. Willkommen zurück zu Mr. Hilo, Folge 8 von Chained Together. Hier für euch, lasst gerne ein Like und ein Abo da, ich würde mich riesig freuen. Bis dahin. Maximum Warp, Vollspeed. Oh, macht er gut? Das kriegst du jeden Fall nicht runter. Pass mal ein bisschen auf. Dann kommt so eine Scheiße. Komm, herzlich willkommen auf der Titanic, keine Panik. Können wir da nicht hoch oder so? Hallo? Wir sind da rüber. Ach da? Au! Oh. Okay. Hä, hey, von da sind wir doch gekommen, oder nicht? Ach, Quatsch. Quatsch mit... Mir jemand erklärt. Habt ihr da drüben jetzt gemacht eigentlich? Ich weiß es nicht. Wo seid ihr denn jetzt, diesem riesen Trampolin? Oh Gott, das will... Und keiner trifft das Ziel. Ah, perfekt. Und wer hat's mal wieder nicht getroffen? Ach, wo, da drüben. Darüber. I think I got it. Ach du Scheiße. Ja, yeah. Wer hat's wieder nicht getroffen und zieht uns wieder runter? Ich hab das im Grunde Kontrolle. Wieso redest du schon wieder mit uns? What the flip? Was ist los mit euch? Wow, calm down, Jamal. Da kommen so Dinger raus. Ja, ich hab dir doch das alles unter Kontrolle. Hallo? Gar nichts hast du unter Kontrolle. Was macht ihr denn? Gar nichts, die Christine, die hat sich die ganze Zeit gesagt, die Christine hat mich auch wirklich zweimal muss man auf dieses Ding krabbeln und zweimal hüpft sie daneben. So, jetzt. Da oben auf die Stange. 64, 63, 0. Perfekto. Ja, das war ganz schön intensiv, was wir da gemacht und haben. Und der Einzige, ne? Wo drauf landet, bin ich. Ich hab doch, ey, guck mal, ich bin voll gut gelandet, ey. Ja, 5 Meter daneben. Hab Vertrauen, du schaffst es auch. Weißt du, warum du das nicht schaffst? Weil du immer von der komplett falschen Seite da drauf bist. Ja, weil sie keine Stange hat, die kann halt mit Stangen nichts anfangen. Oh no. Yo, Johann, was wollt ihr? How dare you? Caramba, Kariba, Kamada, tja. Jetzt rennt die schon wieder von der komplett anderen Seite dahin. Wart halt! Jetzt, nein, ich lauf darüber mit ihr. Warum? Wir laufen jetzt von hier auf dieses Ding drauf, sodass wir auf die Stange gucken. Und ich lande perfekt auf dieser Stange. Nice. Ja, also mehr ziehen kann ich halt auch nicht. Ne? Ja, ich komm nicht hoch. Du ziehst, dann musst du dich halt auch ein bisschen bewegen. Ja, wo soll ich mich hinbewegen, wenn es nicht geht? Warum ich? Bewegungslegastheniker. Ja, wenn du halt mit Rentnern spielst, bist du selber schuld. Du Scheiße. Nochmal aufs Jumpbett. Yeah, woo! Schaffen wir die! Ja, doch, das schaffen wir. Schau, perfekt aufs Alter gelandet. Sieht nicht hoch, ich bin so alt. Okay. Nochmal aufs Jumpbett. Und jetzt darüber, auf die Leiter, direkt auf die Leiter, direkt auf die Leiter. Oh no. Ich schaff nicht. Perfekt. Ganz vorsichtig, die Christine ist nicht mal. Ja, alles gut, alles gut. Nein! Doch, ist gut, wenn du mich nicht zurückhältst, ist alles gut. Bro! Ciao, wie gut das war. Stopp. Jetzt, los. Ciao, Stian, das war alles geplant. I doubt it. What the fuck? Ich hab's nur gesehen, ich sag gar nichts dazu. Kannst du bitte die Christine hochziehen? Zieh sie doch bitte einfach hoch! Wie soll ich das machen? Stehen bleiben und E drücken! Ja, wenn sie mich runterzieht, die fette Sache. Stellt euch mal in mich, bitte. Ich stehe in. Wir warten. Christine, warten mit sich klettern weiter! Ich bin jetzt schon da, Mann! Und halt. Stopp! Und los!
Oh. Stopp! Stopp. Na, los! Noch eins? Ja. Stopp! Komm zurück! Los! Ich höre einen Helikopter. Ich schaff das nicht. Was schaffst du denn? Euch schaffe ich nicht. Wie meine strampelt. Den Traut hörst du nicht. Will ich auch nicht. Warum? Darüber. Christine sagt, es leuchtet ja, wenn es richtig ist. Und Christine, hat's geleuchtet? Nö. Okay. Hätte man locker so hüpfen können, oder? Mir schon, du nicht. Das heißt wir. Nein, bei mir heißt es mir. Du bist kaputt. Und jump. Schön hier. Bevor du es vorschlägst, wir nein. Bohnenranke hoch. Bohnenranke. Was wollte ich vorschlagen? Weil es links runter geht wieder in irgendeine. Nee, der hat vorher schon loslassen müssen, ah! Weil die Christine war. Oh. Wieso hast du jetzt losgelassen? Ich hab nicht losgelassen. Was machst du? Ja, ich komm nicht mehr hin, ihr habt mich runtergezogen. Ich bin halt nicht gern mit der Bohnen dran, tut mir leid. Hä? Komm mal in die Blase. Schambis. Ups. Ich würde sagen rechts, dann links, hier so, dann links, das war geradeaus, wieder rechts, okay. Dann wieder zurück, dann 3 Grad nach vorne und top und Kabakarak und nach rechts und vor und links. Oh, wir müssen uns beeilen, Leute. Und geradeaus und. Hurry up! Come on, hurry up! Und links und rechts und rechts und links. Ich hab verkackt. No! God, please, no! No! Und vor, zurück und 3 gemerkt. 2 im Sinn und wo sind wir? Jetzt! Warte auf Herms, warte auf Herms. Herms muss hochgezogen werden. Ja. Hat sich unter mir die Plattform weggemacht. Das war nix, Leute. Wo sind wir denn? Jumpheads, okay. Nee. I got this. Ich hab euch. Ich hab euch. Ich hab euch. Ich hab euch. Warum? Mensch, wir müssen. Jump 3 im Sinn. 4 und 5 sind 9. 2 gemerkt und 3 versteckt. Stop it. Get some help. Mm-mm. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Guck mal, die Ketten rosten schon. Vielleicht können wir sie abreißen und dann kann jeder alleine hochgehen. Dann wäre ich schon oben. Quatsch. Ohne uns wäre es ja, schau dir das an. Ihr krabbelt da hinten noch irgendwo den Berg hoch. Ja, ohne uns. Wir sind alt, Johann. Ohne uns bist du gar nichts. Ohne uns kannst du gar nichts schaffen. Und ohne unsere Lebensweisheiten hier. Hoppala. Ups. Oh, wartet! Oh, kein Platz für Fehler. Das sah übrigens für mich nicht nach Lebensweisheit aus. Mir fallen viele andere Begriffe ein. Nicht Weisheit. Welcher denn zum Beispiel? Dummheit, Blödsinn. Das hat ja mit Lebensweisheit nichts zu tun. Kann mich einer hochziehen? Wieso springst du jetzt nach Weil unten, Johann? Weil die da unten hängt und wir keine Zeit mehr haben, bis wir die da hochziehen. Die können wir locker hochziehen, die alte Sache. Die Christine hängt immer erstmal noch 30 Sekunden lang neben der Steinplatte, weil sie nicht weiß, wie man da hochkommt. Ja, Johann, du weißt auch nicht, wann du hochzukommen hast. Ich weiß.
Ich mag mit denen nicht mehr spielen. Kannst du nicht jetzt sagen, dass ich jetzt Schluss machen muss? Dass meine Zeit abgelaufen ist? Deine Zeit ist schon lange abgelaufen. Meine Bildschirmzeit? Du bist schon längst über Verfallsdatum. Damn! I got this. Das ist nicht aus wie ein Gattis, das sah mehr aus wie Upsala. Ich hab's doch gefangen! Hey, Robert. Ah, da hinten, da müssen wir nochmal hin. Komm, wir gehen mal gleich nach hinten nochmal. Ganz kurz. What? Ah, können wir nochmal rechts gehen? Ah, ist selbstverständlich. Da sind wir doch gekommen. Und drüber springen. Okay, können wir nochmal links gehen? Danke. Wir sind kurz vorm nächsten Checkpoint. Naja. Ja, das hast du mir das letzte Mal auch gesagt. Dann haben wir noch 3 Stunden gebraucht. Ja, wir haben ja insgesamt erst 3 Stunden und 40 Minuten gebraucht. Ist aber schön hier. Ne, eine halbtote Statue ohne Hände und nackig. Statuen schön. Sind normalerweise tot.